gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein, er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. No. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Schwester Frau, soll ich dir das Essen für heute haben? Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt. Also, dein Ganesha. Ernsthaft, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Schön. Aber nicht schlecht, Kleine. Niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay. Nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, nicht. Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Warte.